Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung unserer Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten. Ich habe nochmal das Programm aufgelegt. Der Vortrag vom letzten Mal von Herrn Ostwies ist inzwischen auch gefilmt und produziert worden. Das Video wird morgen zugänglich sein. Wenn Sie dann auf die Webseite der Veranstaltung gehen, können Sie das sich gern anschauen. Bevor ich zum heutigen Vortrag komme, der nächste Vortrag wird also sein in 2 Wochen. Da geht es dann also um Mythen und Fakten zur Regulation des Körpergewichts. Und dann haben wir eine Woche später den letzten Vortrag, wie rassistisch sind die USA. Heute freue ich mich sehr, dass wir einen Gast aus Lübeck begrüßen können, Herr Cornelis Borg. Hat den Weg zu uns geschafft und wir freuen uns auch auf diese Art und Weise, die Kooperation auch zwischen den Universitäten etwas zu festigen. Und lassen Sie mich kurz was zu seiner Person sagen. Herr Borg ist seit 2007 in Lübeck. Er leitet das Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung. Und er ist auch Sprecher des dortigen Zentrums für kulturwissenschaftliche Forschung. Herr Borg hat ganz viele Sachen studiert. Stefia hat Medizin studiert, Philosophie, Religionswissenschaften und Medizingeschichte unter einer aus Franz Brogener Einstudiumschaft in Hamburg, Heidelberg und Berlin. Er war dann am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und von 2002 bis 2004 Leiter der Forschungsgruppe Das Leben, muss ich gucken, Das Leben schreiben. Medientechnologie und die Wissenschaften vom Leben. Das sind alles für mich ungewohnte Begriffe, muss ich sagen. Er war dann an der Bauhaus-Universität in Weimar und von 2004 bis 2007 Professor und Canada Research Chair an der McGill University in Montreal. Und zu seinen Arbeitsschwerpunkten, und davon werden wir heute ein bisschen was hören, zählen Zeitgeschichte der Medizin, Hirnforschung zwischen Medientechnik und Neurophilosophie, Mensch-Maschine-Verhältnisse in Kunst und Wissenschaft, Ästhetik und Epistemologie des Experiments. Klingt für mich sehr beeindruckend und ich bin sehr gespannt, was uns Herr Borg heute erzählen wird. Begrüßen Sie ihn bitte herzlich. Wunderbar. So, also, nach den kleinen technischen Hürden, die wir jetzt auch gemeistert haben, danke ich Ihnen erstmal sehr, sehr herzlich, Bonus, für die freundliche Vorstellung. Ich bin jetzt mal gespannt, was am Ende dabei so rauskommt, bei den vielen Studien und schwierigen Worten. Ich freue mich sehr über die Einladung hier nach Kiel und damit auch die Gelegenheit, Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, in dieser Reihe in der zwischen Klimaforschung, Ernährung und Politikwissenschaft auch einen wissenschaftshistorischen Vortrag gibt, einen wissenschaftsforscherischen Vortrag, mal eine mehr theoretische Perspektive auf die Frage nach Alternative Facts zu richten. Wahrheit, Wirklichkeit und die Medien der Aufklärung. Was habe ich hier heute mit Ihnen vor? Ich will einsteigen mit einem kleinen Videoclip, weil inzwischen sich auch die Bundeszentrale für politische Bildung mit unserem Thema auseinandersetzt und will von dort aus einen Bogen schlagen, in dem ich Ihnen ein paar wissenschaftsphilosophische, wissenschaftshistorische Überlegungen zum Verhältnis von Fakten und Aussagen und der Wirklichkeit, über die diese Aussagen sich, auf die diese Aussagen sich beziehen, entwickeln, um sie auf diese Weise von meiner Position zu überzeugen, dass Wissenschaft wesentlich ein Diskurs ist, ganz anders kann, als immer der sprachlichen Vermittlung zu bedürfen und dass wir das nicht vergessen dürfen, auch wenn wir noch so unumstößliche Beweise für wissenschaftliche Objektivität und Faktizität haben, dass Wissenschaft eben immer dieses provatorische ist, die beste Theorie, die wir im Moment haben, die beste Reihen, den wir uns mit unserem jetzigen Wissenschaftssystem auf die Welt machen. Und nicht nur das, morgen ganz anders sein. Obendrein verändert sich diese Wirklichkeit genau durch die Wissenschaft, die wir betreiben. Wie gesagt, ich will anfangen mit dem Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, das
den schönen Namen hat, Wahre Welle TV. Seit einem Jahr betreibt die Bundeszentrale einen Online-Kanal als Projekt zur Stärkung der Medienkompetenz, wie sie das selbst beschrieben hat. Hier sollen Verschwörungstheorien mit ihren eigenen Mitteln überboten und potenzielle Anhänger von solchen Irrlehren abgebracht werden, nämlich mit folgender Pressemitteilung wird das Vorhaben erläutert. Die Idee des Projektes ist es, auf niedrigschwellige Weise ein medienpädagogisches Angebot zu entwickeln, das die Logik von Verschwörungstheorien aufzeigt und die oftmals abstrusen Argumentationen aufdeckt. Das Instrument der satirischen Überspitzung wird hier bewusst gewählt, um die Medienkompetenz und die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit politischen Themen im Netz zu fördern. Angesichts grassierender Hilflosigkeit gegenüber Fake News, Alternative Facts und so weiter, kann man den Programmverantwortlichen und den Entscheidern in der Bundeszentrale durchaus der Mut attestieren mit diesem Versuch. Auf YouTube, in Videoclips, auf Facebook werden Verschwörungstheorien, zum Beispiel zu Chemtrails, zur angeblichen Gleichschaltung der Medien, als quasi seriöse wissenschaftliche Fakten analysiert. Und es gibt sogar eine eigene Nachrichtensendung, und dazu schalten wir jetzt um. Meine Damen und Herren, willkommen zur jüngsten Ausgabe von Frontal 23, dem einzigen unabhängigen Nachrichtenmagazin Deutschlands. Mein Name ist Ulrike Unstedt. Starten wir aber erst einmal mit den wichtigsten News des Tages. Oberhausen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle ist Polizisten in der Oberhausener Innenstadt ein besonderer Coup gelungen. Sie konnten einen Journalisten des Staatsfunk in flagranti erwischen, wie dieser 35 langbärtige Salafisten aus einem Ü-Wagen aussteigen ließ. Damit sollte die Ruhrpott-Metropole wohl islamisiert werden. Das ZDF teilte auf Nachfrage nur mit, dass man sich, ich zitiere, zu diesem Blödsinn nicht äußern wolle. Unsere Quellen bestätigen aber, dass es sich hierbei um einen Auftrag von ganz oben handelte, der Deutschland und den Deutschen erheblich schaden sollte. Schalten wir nun ins Machtzentrum zu unserer Korrespondentin Tina Townsien. Tina, ich grüße dich. Was hat es denn nun mit den jüngsten Enthüllungen der Presse auf sich, dass sich ein Präsident wegen zu kleiner Hände nicht die Schuhe binden kann? Was ist hier Dreckbumsladen eigentlich? Entschuldigen Sie, liebe Zuschauer, bitte diese Panne. Wir haben wegen eines angeblich durch den Klimawandel ausgelösten Megasturms im Machtzentrum derzeit einige Schwierigkeiten bei der Übertragung. Nun das Wetter. Da kommt ein heftiger Sturm auf Berlin zu. Vor allem im Regierungsviertel wird es brenzlig. Da bleibt wohl kein Stein auf dem anderen. Doch auch für andere Teile Deutschlands gilt es wachsam bleiben. So ist morgen mit einer konzentrierten Chemtrail-Strömung aus den Regierungsvierteln zu rechnen. Das war Frontal 23. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame... Bei näheren Hinsehen setzt das neue Format ganz entschieden allerdings weniger auf kritisches Hinterfragen medialer Informationen, sondern zielt auf Durchsetzung der staatlich sanktionierten Position, nämlich dass es für Verschwörungsfantasien in der Bundesliga keinen Anlass gibt. Das ist sicher richtig, das ist eine Position, die ich teile und damit entlarve ich mich gleich zu Anfang als Angehörige des verbeamteten Establishments, dass ich nicht an Verschwörungstheorien glaube. Aber mit dieser Eindeutigkeit, das ist der Gedanke, den ich im Folgenden weiter nachgehen will, den ich problematisieren will, mit dieser Eindeutigkeit wird gerade aus meiner Sicht kein verantwortlicher Umgang mit komplexen wissenschaftlichen Aussagen eingeübt oder vorgemacht. Mit seiner Inszenierung von Pseudowissenschaftlichkeit setzt der neue Kanal vielmehr auf eine klare Dichotomie von richtig versus falschen Aussagen
die meines Erachtens genau an dem hier zu verhandelnde Problem, nämlich einer angemessenen und verantwortungsvollen Weise des Umgangs mit wissenschaftlichen, komplexen, problematischen Aussagen vorbeigeht. In diesem Sinne möchte ich Sie von der folgenden These überzeugen, versuchen, an die Sache der Wissenschaft glauben, heißt eben gerade nicht, Wissenschaft dann alles zu glauben, sondern im Namen der Sache alles zu hinterfragen. Also für die Sache der Wissenschaft mit ihren Zweifeln zu werben, wird das Ziel meines heutigen Vortrags sein. Ich möchte Sie zu Freunden des Projekts Wissenschaft machen und Sie deshalb von dem Charakter, von der Natur, vom wissenschaftlichen Tun und Handeln und Forschen, von der sozialen Wirklichkeit der wissenschaftlichen Praxis überzeugen. Wer so denkt, steht heute allerdings oft am Pranger derer, die sich um den Wert der Wissenschaft sorgen. Postmoderne Wissenschaftskritik wird mitverantwortlich gemacht für genau die Misere, in der wir heute stecken, für die Krise wissenschaftlicher Autorität, für eine mangelnde Anerkennung wissenschaftlicher Fakten. Die These von der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit muss heute als Sündenbock für schwindende Anerkennung von Wissenschaft herhalten. Das ist zunächst ein paar Beobachtungen zur Medien- und zur Meinungsbildung. In der Zuspitzung der Debatte auf falsche Meinungsmache und überzogene Wissenschaftskritik mag eine Besinnung auf harte Fakten als logisch zwingender Ausweg erscheinen. Aber halten harte Fakten, was sie versprechen? Ich bin Wissenschaftshistoriker. Kuriose, überzogene Theorien gab es schon immer. Und zwar in Natur wie in Geisteswissenschaften. Freilich hatte bislang dagegen immer die Parole wissenschaftlicher Aufklärung helfen sollen. Die Kritik dieser Ansätzen, diese überzogenen Ansichten im Namen einer besseren Theorie. Wenn heute Kritik an Wissenschaft mit Schuld an der Krise gegeben wird, scheint genau dieser Konsens nicht mehr zu tragen. Soll fortan nicht mehr gelten, dass wissenschaftliche Aufklärung parallel geht mit politischer Aufklärung? Kann Wissenschaft tatsächlich bei einem politisch problematischen zu viel an Kritik angekommen sein? Das ist ja die These, die Position hinter der Kritik an überzogener postmoderner Wissenschaftskritik steht. Politisch schädlich. Kann es sein, dass man sich im Namen demokratischer Werte auf eine Unbeschreibbarkeit von Fakten besinnen muss? In der Schule, bei der beruflichen Ausbildung, auch an der Universität, zumindest in den Einführungskursen, ist die Vermittlung eindeutigen wissenschaftlichen Wissen, unumstößlicher Wahrheiten, sinnvoll, gehört notwendigerweise zum Inhalt der Lehre. Aber diese reine Wissensvermittlung ist selbst nicht Bildung und kann kein Bildungsziel sein, kein Aufklärungsideal. Gerade weil heute Wissenschaft, Forschung und Technik in der Wissensgesellschaft so eine unglaublich machtvolle Rolle spielt, weil so viel unserer Entscheidungen abhängen von wissenschaftlicher, technischer Expertise, weil diese Entscheidungen so unglaublich viele Spuren in unserer alltäglichen Welt hinterlassen, weil Wissenschaft und Technik rasant die Wirklichkeit verändern, braucht es aus meiner Sicht kritische Reflexion auf genau diese Dynamik von Wissenschaft und Technik. Und das zeigt sich übrigens an kaum einem anderen Thema so eklatant wie neue Medien. Was sind neue Medien? Ein Produkt von Wissenschaft und Technik. Eine neue Technik. Eine Technik, die in unserer Welt wirkt, die sie in ihrer Wirksamkeit verstehen, hinterfragen und so weiter müssen. Die neuen Medien sind deswegen nicht nur eine Störung der etablierten wissenschaftlichen Diskurse oder ein Symptom der Krise wissenschaftlicher Wahrheit, sie sind selbst einziges Beispiel für die Dringlichkeit kritischer Wissenschafts- und Technikreflexion. Sie sind ohne Zweifel ein Produkt von Wissenschaft und Technik. Ihr Einsatz verändert weltweit massiv das Alltagsleben und zu schweigen von der Gestaltung sozialer Beziehungen. Oder
unseren ganz alltäglichen Umgang mit Informationen. Die Verbreitung der Einsatz neuer Medien sind ein Faktum. Die Verbreitung ist anscheinend ein alternativloses Faktum. Und deswegen müssen wir uns dieser Wirklichkeit stellen. Das heißt, die fordern umreißen eigentlich eher eine Aufgabe der Reflexion, der Hinterfragung, als dass wir vorschnell gleich eine Reaktion auf sie formulieren sollten. Fake News und gezielte Desinformation sind gewiss kein exklusives Merkmal der Gegenwart. Auch Fake News, sowie überzogene und falsche wissenschaftliche Theorien, finden sie auch in der Geschichte. Sie gehören nicht zum Werkzeugkasten der Mächtigen. In ihrer Macht steht es, die von ihnen abhängigen falsch zu informieren. Im Vergleich dazu muss man vielleicht sogar schon so weit gehen und sagen, die neuen sozialen Medien sind ja fast so eine Art Demokratisierungsform von genau dieser Macht der Informationsgestaltung, die bisher nur den Mächtigen vorbehalten war. Die Durchsetzung der Verschwörungstheorien wäre also eine Art Demokratisierungserscheinung dieses Medienmissbrauchs. Wobei allerdings natürlich leicht dessen zugesagt werden muss, dass wir inzwischen mächtige Institutionen wie Facebook oder rechte politische Netzwerke haben, die genau an dieser Stelle der vakant gewordenen Machtzentralen getreten sind. Wir scheinen also in der Momente angekommen zu sein, in denen dieses frühe erste Versprechen mit den neuen Medien jederzeit überall freie Informationen, freie Medienelemente, Meinungsbildung anzustoßen, als sei das eingeholt worden von der neuen Realität der Medien, die eigentliche offene Wirkung frei zugänglicher Informationen wieder eingeholt. Ganz ähnlich übrigens, wie wir uns inzwischen auch längst daran gewöhnt haben, dass die Friedensdividende, das Eintreten in das Zeitalter des ewigen Friedens nach dem Ende des Kalten Krieges, sich als Fiktion herausgestellt hat. Ich kehre nochmals zum wahren Welle-TV zurück. Denn die Initiative der Bundeszentrale lässt sich ja durchaus als Beispiel für eine medientheoretisch versierte, geschulte Reaktion auffassen. Sie beschreibt in einer Situation der Anfechtung etablierte, sie beschreitet in einer Situation der Anfechtung etablierte Medien andere Wege, bedient sich neuer Kanäle und passt sich an die genau dort vorherrschenden Formate an. Indem sie ihre Arbeit ganz dezidiert, ganz absichtlich, strategisch weniger als Wissensvermittlung, als Informationsübertragung konzipiert, sondern als Intervention in das Diskursgeschehen, in das Mediengeschehen, in den Kanal neue Medien. Man sozusagen sagen, die Bundeszentrale erweist sich auf der Höhe des Performance Terms, nachdem wir jetzt jede Äußerung eben nicht nur hinsichtlich der in ihr gespeicherten Informationen zu analysieren haben, sondern auch als Akt, als Handlung, als hinsichtlich der Form der Äußerung, welche Wirkung die gewählte Form hat. Weil zum Beispiel die Form den Inhalt kontrastieren kann, ja gerade so das Gegenteil ausdrücken kann, als der Sachverhalt gesagt ist. Allerdings mit diesem Eindruck, dass wahre Welle TV eine interessante performative Intervention in den neuen Medien ist, diesem Eindruck leider gleich wieder das Informationsmaterial, was die Bundeszentrale für politische Aufklärung bereithält, entgegen. Denn anders als in der oben zitierten Pressemitteilung wird gerade keine Theorie des Performativen oder irgendeine Anspielung auf eine paradoxe Intervention jetzt bemüht, sondern in der Rechtfertigung, was man da macht, kommt die Bundeszentrale auf eine ganz klassische Position der Wissenschaftsphilosophie zurück, nämlich auf die Falsifikationslehre von Karl Popper. Weit verbreitet oder ganz konventionelle Wissenschaftstheorie. Eine der wichtigsten Fragen, um die Sinnhaftigkeit einer wissenschaftlichen Hypothese zu prüfen, ist, was müsste passieren, damit die Theorie sich für die Anhängerin den Anhänger als falsch herausstellt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können auf diese Frage eine Antwort geben, Verschwörungstheoretiker meist nicht. Das ist das klassische Kriterium der Falsifizierbarkeit,
Karl Popper formuliert hat als Demarkationskriterium, um mit dem er hoffte, sauber, klar, eindeutig Wissenschaft von Unwissenschaft unterscheiden zu können. Also ein System der Hinterfragung, der kritischen Prüfung von einem System unhinterfragter religiöser Vorstellungen oder Glaubensansichten oder pseudowissenschaftlicher Irrlehren. Das passt seiner Meinung vor allen Dingen auf Marxismus und Psychoanalyse zu. Was ich extrem überraschend fand, als ich mich auf dieser Spur nochmal wieder mit Poppers Logik der Forschung beschäftigt habe, dass es in der englischen Vorwort Karl Popper die Logik der Forschung bereits als ganz, ganz junger, noch ganz unbekannter Wissenschaftler 1934 geschrieben, auf Deutsch Logik der Forschung, weil er aus Wien stammt. Dann hat er seine Karriere im englischsprachigen Raum gemacht, aber dieses legendäre Buch ist ganz, ganz spät erst auf Englisch übersetzt worden, nicht erst 1959. Und am Ende dieses englischen Chorus, die Chorus der englischen Ausgabe 1959, kommt er, benennt er die geistige Situation der Zeit, der 50er Jahre, mit Stichworten, die Dinge sehen wir heute. Post-Rationalist, Post-Critical Age. I'm interested in science and philosophy only because I want to learn something about the riddle of the world we live and the riddle of man's knowledge of that world. And I believe that only a revival of interest in these riddles can save the sciences and philosophy from narrow specialization and from an obscurantist faith, the faith that fits so well our post-rationalist post. Weil die Sichtbarkeit war zurzeit von Poppers Arbeit an der Logik der Forschung in der Zwischenkriegszeit 1934 ein bahnbrechendes Kriterium, weil damals, und das muss man sich klar machen, in welcher Situation, in welchen Diskurs ist dieser Text seinerzeit geschrieben worden, in der Zeit in Wien, in dem Ort, in dem Popper gelebt hat, mit dem logischen Positivismus eine Wissenschaftsphilosophie entstanden war, die mit den neuen wissenschaftlichen Standards der Zeit auf der Höhe der Theoretisierung in den Naturwissenschaften, vor allen Dingen am Modell von Mathematik und Physik, nochmals, aber jetzt als wissenschaftliches Programm, die Sicherheit absoluter metaphysischer Wahrheit erreichen wollte. Dagegen richtete sich Poppers Logik der Forschung. Dagegen sagte er, es gibt keine ewigen wissenschaftlichen Wahrheit. Jede Aussage, auch wenn sie noch so gut bewährt ist, kann morgen von einer noch besseren Theorie widerlegt werden. Und hier kann nun in der Tat der Wissenschaftshistoriker mit einer ersten Hesitation aufwarten. Wissenschaftlicher Rationalismus, das ist sozusagen die Selbstkommentierung von Popper eher gelesen, wissenschaftlicher Relativismus ist offenbar gar kein Exotikum postmoderner Theorieverirrung, wie manche Freunde der Wissenschaft zu ihrer Verteidigung heute vermuten, sondern wissenschaftlicher Relativismus gilt auch zum Beispiel für den kritischen Rationalismus von Karl Popper. Und er war bei Nietzsche gesehen bereits der Kern der wissenschaftlichen Revolution, nämlich der Revolution gegen den Absolutismus der Kirche in der frühen Neuzeit. Seitdem weder die Bibel noch Rom die Wahrheit einer wissenschaftlichen Lehre einfach garantieren, ist dann die Stelle metaphysischer Wahrheit die immer nur vorläufige Gültigkeit wissenschaftlicher Aussagen getreten. Wie kann hier wissenschaftliche Gültigkeit, wissenschaftliche Wahrheit garantiert werden, stabilisiert werden? Diese Gültigkeit muss sich jetzt vor allen Dingen auf Regeln stützen, auf Regelhaftigkeit, auf die Einhaltung der wissenschaftlichen Spielregeln einerseits. Und andererseits natürlich auch den sozialen Kontext, in dem Wissenschaft stattfindet, der genau diese Regeleinhaltung beobachten, feststellen, konfrontieren muss oder mit Kritik sich dagegen wenden muss. Selbstverständlich dabei natürlich immer im engen Zugfüllen, Auseinandersetzung über die jeweils vorgebrachten technischen Nichtherausbedingungen dieses Wissens und den theoretischen Voraussetzungen daraus. Diese Verfahrensregeln
garantieren wissenschaftlichen Aussagen bereits seit der frühen Neuzeit eine Haltbarkeit. Haltbarkeit ist ja mit Bedacht gewähltes Wort, denn mit seiner Ambivalenz drückt es genau die beiden Seiten aus. Nämlich einerseits eine gewisse Resistenz gegen Erosion in der Zeit, Haltbarkeit sowie auf der Nächstkette, und andererseits Haltbarkeit als Widerständigkeit gegen kritischen Einspruch, eine gewisse Stabilität. Belastbarkeit meint genau dieses Beides, ne? Also dieses Sehen in der Zeit und gegen kritischen Einspruch. Auf diese Weise wurden zum Beispiel, um nur zwei legendäre Figuren zu nennen, Galileo Galilei, Isaac Newton, zu Helden der wissenschaftlichen Revolution, weil sie in diesem neuen Anspruch alte Gewissheiten über Bord warfen, mit ihren eigenen Händen, mit neuen Werkzeugen, die Überlieferung, die Tradition radikal in Frage stellten, selbst obwohl sie dafür von der Kirche schließlich zum Abschwören ihrer Einsichten gezwungen wurden, wenigstens Galilei, und schließlich bei der klammen Versicherung landeten, Hypothese non fingo. Frei erfunden sollten wissenschaftliche Hypothesen selbstverständlich nicht sein. Aber gut ausgedacht mussten sie eben doch sein, damit sie diese Haltbarkeit erreichten, damit sie dem skeptischen Urteil der kritischen Kollegen standhalten. Keiner wird bestreiten, dass Wissenschaft und Technik seither sehr erfolgreiche Programme der Beschreibung, Eroberung, Veränderung der Welt erwiesen haben. In deren Folge heute robuste Wissenschaftsbestände über die verschiedensten Aspekte der Wissenschaft, der Wirklichkeit zur Verfügung stehen, in den verschiedensten Wissenschaftszweigen. Aber der Umkehrschluss, dass wir deswegen, weil wir jetzt robustes Wissen haben, dieses Wissen auch als unumstößliche Wahrheit anerkennen können, nur dürfen, dieser Umkehrschluss bleibt weiter unzulässig, trotz vielfacher Bestätigung sämtlicher Einzeltatsachen. Die Wissenschaftsgeschichte kennt immer wieder viele Beispiele, dass wissenschaftliche Theorien, auch wenn sie noch so stabil schienen, sich wieder verändert haben, zentrale Annahmen in den Haufen genommen wurden. Natürlich sind das unwahrscheinliche Ereignisse, aber sie kommen vor. Natürlich mit der wissenschaftlichen Revolution, der Ablösung des geozentrischen Weltbildes. Eine weitere Fassungsweise, ebenso als radikale Revolution immer wieder verhandelt wird, ist die Aufstellung der Relativitätstheorie vor 100 Jahren. Und das ist deswegen so besonders schön für uns Wissenschaftshistoriker, weil zum Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich in der Physical Community Debatten darüber war, ob Wissenschaft jetzt allmählich stattgefunden hat. Aber man könnte in derselben Weise etwa auch daran denken, wie am Beginn des 21. Jahrhunderts der genetische Determinismus in ganz, ganz kurzer Zeit inkludiert ist und wir jetzt im Zeitalter der Epigenetik eingetreten sind. Wissenschaftsgeschichte kann bei der Untersuchung solcher Ereignisse zeigen, welche sozialen Interaktionen, welchen neuen hergestellten Beobachtungsbedingungen wissenschaftliche Ereignisse, technische Optionen, die dieses Ineinander auf die Geltung, auf das Infragestellen wissenschaftlicher Theorien durchschlägt. Was immer Wissenschaft als Wahrheit über die Welt feststellt, mitgeformt, mitbestimmt von diesen konkreten Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Praxis. Wissenschaftliche Tatsachen haben in diesem Sinne eine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Das war der damals kaum zu überwiegend spektakuläre Titel eines Buches, das ebenfalls 1934 geschrieben wurde von Ludwig Fleck. Ein dann zunächst erst einmal vergessener Mediziner und Wissenschaftsphilosoph, weil er jüdischer Abstammung war und obendrein in dem Dreieck zwischen Österreich, Sowjetunion und Polen aufgewachsen ist, wo die nächsten Jahrzehnte vor allem erstmal ganz eminent sein eigenes Leben eminent bedroht war. Wissenschaftliche Tatsachen haben eine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Sie sind in
sehen, dass sie als Tatsache sind, geformt von ihrer Geschichte, von ihrer Entwicklung. Ihre Entstehungsgeschichte lässt sich von dem, was ihre Wahrheit ist, nicht komplett abheben. Wissenschaftler haben es nämlich, da muss man auf die Spur des Wortes gehen, mit Fakten zu tun. Anders als heute gegen die grassierende Wissenschaftsskepsis immer wieder behauptet wird, sind Fakten nämlich gerade nicht alternativlos. Unzählige Entscheidungen waren zu treffen. Für viele dieser Entscheidungen im wissenschaftlichen Handeln gab es sehr gute Gründe. Andere Entscheidungen folgten schließlich einfach nur einer verhaltensvollen Option, das klang vielversprechend, oder jemand hatte berichtet, da könnte man was Neues machen. Und immer mal wieder, Serendipity spielte einfach der Zufall mit. Aber jede dieser Entscheidungen, jede Abweichung auf dem Weg, hätte andere Fakten am Ende hervorgebracht. Andere Fakten, zu denen wir heute anerkennen. Hätte die Wissenschaft in eine andere Zukunft geführt. Und welche Fakten morgen in der Wissenschaft Gültigkeit haben werden, lässt sich heute nicht vorhersagen. Im genauen Wortsinne sind Fakten das, was ihr lateinischer Wortstamm aussagt. Gemacht. Die deutsche Sprache kennt dafür noch einen eigenen Ausdruck, der denselben Sachverhalt noch expliziter auf den Punkt bringt. Fakten sind im wörtlichen Sinne Tatsachen. Ihnen liegen menschliche Taten zugrunde. Das Hantieren mit Instrumenten, beziehungsweise heute immer mehr das Rechnen mit großen und überschaubaren Datenmengen. Die Gegenstände der Naturwissenschaften sind Objekte, aber was wir über diese Objekte wissen, hängt nicht nur von ihrer Natur da draußen ab, sondern ebenso von unseren Ideen über das da draußen, aber auch von den daraus entwickelten Untersuchungsmethoden. Der langen Geschichte der Erforschung dieser Welt, der mehr oder weniger vergeblichen Versuche, diese Dinge habhaft zu werden. Und entsprechend verwickelt also diese Geschichte, wenn sie von den Naturwissenschaften der Welt da draußen auf die Naturwissenschaften der Dinge, die zum Beispiel wir selbst sind, oder auf die Welt unseres Geistes kommen. Denn diese Gegenstände, unser Körper, unser Gehirn, unsere Gedanken oder unsere Gefühle sind. Zurückwirken auf unsere Verständnis über sie. Noch ein weiteres kommt hinzu, dass in der gegenwärtigen Diskussion über eine vermeintlich überzogene Wissenschaftskritik unterschlagen wird. Bei den meisten Gegenständen gegenwärtiger Forschung, da wo heute Forschung stattfindet, haben wir es nicht mehr mit Objekten zu tun, die überhaupt unabhängig von unserer Forschungs- und Technikgeschichte gegeben sind. Die Gegenstände der heutigen Forschung sind nicht mehr gegeben. Wie der berühmte Apfel, der vom Baum fällt. Da, worüber wir heute forschen, handelt es sich in der Regel um hochkomplexe Aggregate vorausgegangener wissenschaftlicher Repräsentations- und Interpretationsverfahren. Vorausgegangener Versuche, diese Objekte überhaupt erstmal als Objekte zu beschreiben, ihre Zusammensetzung aufzuklären. Dabei sind wir immer weiter vorgedrungen, zum Beispiel in die Welt der subatomaren Teilchen, die wir gar nicht aussagen können, außerhalb der extrem aufwendigen Beobachtungsszenarien, die wir aufgebaut haben. Es geht aber nicht nur um die Welt der mikroskopisch kleinen Teile. Wir können ein Röntgenbild, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, auf dieses Beispiel komme ich bald. Michael Hampel in einem Zeitartikel über Journal of Physics darauf rekurriert hat, als die Unhintergehbarkeit wissenschaftlicher Repräsentation, da würde ich ihm zustimmen, in der Tat, ein Röntgenbild kann zeigen, ob der Knochen gebrochen ist. Hier ist jetzt kein Knochen gebrochen, sondern das ist einfach der dicke Klumper an der Röntgenfinger. Aber das ist das Ziel, die alle wissen, dass sie jetzt Röntgenbild zeigen dürfen. Ein Röntgenbild kann jedem geschulten Arzt den gebrochenen Knochen zeigen, weil diese neuen Medien der Darstellung, die damals unheimlich waren, als die 1896 erstmals zirkulierten, weil die inzwischen völlig standardisiert sind, weil
sich dieses diagnostische Verfahren extrem bewährt und entsprechend durch die Gesetze etabliert hat. Das Ziel des Knochens verursacht vielleicht Schmerzen, aber die Technik funktioniert zuverlässig. Das können wir sehr stabile Vorhersagen damit machen. Das heißt nicht, dass die Zukunft nicht noch verbessert werden kann. Die Strahlenbelastung kann wahrscheinlich noch immer noch weiter runtergeschraubt sein bei dieser Diagnostik. Aber wissenschaftliche Fragen zur Züchtigkeit röntgenologischer Repräsentation stellen sich in der Regel nicht. Das ist eine kalte, Bereich der Wissenschaft. Das ist nicht alles positiv. Bei aktuellen Forschungsfragen hingegen kommt genau dieses Modell an seine Grenzen. Das Modell unproblematischer Abbildung. Die modernen Medien der Hirnforschung zum Beispiel, das komplexe Zusammenbringen von anatomischen Hirndaten mit funktionellen Hirndaten in der funktionellen Bildgebung zum Beispiel, visualisiert Aktivierungszustände, die wir gar nicht anders können, als mit unserer Bildintuition als konkrete Zonen im Gehirn anzugucken und uns vorzustellen. Aber was da visualisiert wird, ist eine theoretische Konstruktion, was es gar nicht unabhängig von unserer Theorie gibt. In die Theorie bleibt es eingebettet. Wenn wir das Gehirn beobachten würden, würden wir nur sehen, dass da überall Stoffwechsel ist und an der einen Stelle ein bisschen mehr Stoffwechsel. Dass das Zentrum von X oder von Y ist, ist jetzt ein Ergebnis genau dieser genau so zurichtenden Darstellungstechnik. In ähnlicher Weise synthetisiert molekulargenetische Forschung Proteine, die lange Zeit ziemlich eindeutige Namen hatten, nachdem wofür sie zuständig waren, bis im Laufe der Forschung, ihre Funktionalitäten so sehr im Widerspruch miteinander standen, weil wir so unglaublich viele Funktionalitäten einzelner Proteine beobachtet haben, dass wir jetzt anfangen, sie nur noch nach Buchstaben zu benennen. Also auch hier sehen wir wieder, dass die vermeintliche Eindeutigkeit der Visualisierung, der Repräsentation, der Synthese, da wo die Forschungshandlung gerade stattfindet, nicht mehr gegeben ist. Dass diese Dinge nicht in diesem Sinne etwas gegeben ist, ein da draußen sind, sondern unmittelbar immer Karten und Wechsel wirken mit unseren Anlagen darüber, mit den Bedingungen, die wir diese wissenschaftlichen Objekte stabilisieren, weiter beobachten und so weiter. Noch ein drittes Beispiel. Die Algorithmen sozialer Medien verkoppeln die Beobachtung der Realität unzähliger Entscheidungen, die wir in diesen sozialen Medien machen, sofort mit ihren Darbietung und weiteren Gestaltung. Sodass sich hier für jeden von uns im Alltagsleben längst zeigt, dass die Wirklichkeit der Medien von ihrer Wirksamkeit nicht mehr getrennt werden kann. Wirklichkeit ist hier Wirksamkeit. In der großen Welt sind Klimawandel und Anthropozän der Name genau für diese Abhängigkeit, für diese Wechselwirkung. Der Name dafür, dass Fakten im Prinzip dem Sinne alternativlos geworden sind, dass in sie die Geschichte der Beobachtung von Wirklichkeit und der Intervention in diese Wirklichkeit schon eingeschrieben sind. Der Klimawandel betraf Fakten unserer eigenen Intervention in die Wirklichkeit. Allein schon aufgrund dieser Wirkmächtigkeit kann die Wissenschaft nicht mehr bei einzeln festgestellten Wahrheiten stehen bleiben, sondern muss sich immer wieder überprüfen, braucht ein Verständnis genau von dieser Wirksamkeit ihrer eigenen Wissenschaftsbeobachtung. Ich komme zurück auf Karl Popper und den Fall des Negationismus. Der erste Naturwissenschaftler, den Popper mit seinem Fall des Negationismus von seinem Fall des Negationismus überzeugen konnte, war der Neurophysiologe John Eccles, den Sie hier links sehen, als er gerade auf einer weiteren Station, einer seiner vielen Stationen seiner akademischen Karriere, auch die erste Professur für Physiologie in Neuseeland berufen worden war 1944. Popper und Eccles wurden lebenslange Freunde, weil Poppers Aufforderung an Eccles
kritisch gegenüber gerade den eigenen Forschern zu sein. Nicht kritisch gegenüber den Forschern, mit denen man im Widerspruch steht, kritisch den eigenen Forschern gegenüber. Bei dieser Aufforderung tatsächlich das geführte, dass Eckes seine eigene Theorie widerlegte und prompt 1963 mit dem Nobelpreis dafür ausgezeichnet wurde. Papa traf Eckes im Mai 1945 im Exil in Neuseeland. Für Papa kann man glaube ich wirklich sagen, dass es ein Exil war. Eckes ist geborener Australier, war schon zur Ausbildung in England, aber ist dann zunächst nach Australien und dann nach Neuseeland in das Land seiner Ehefrau gegangen. Papa hingegen ist als mit seiner Ehefrau als österreichischer Jude nach Neuseeland gegangen, noch kurz vor Anschluss und sozusagen ahnend, dass er in keine Zukunft haben würde. Also die beiden trafen sich in Neuseeland 1945. Ich will auf die Begegnung, wie das zustande kam, nicht weiter eingehen, aber es ist natürlich ein ganz besonderes historisches Ereignis, genau zwischen der deutschen Kapitulation und dem Atombombenabwurf. Eckes begeisterte sich in diesem Moment, wo er diese Professur antrat und Vorlesung halten musste und die physiologische Theorie lehren musste, sofort für Poppers Wissenschaftstheorie, Poppers Wissenschaftsphilosophie. Sie halfen ihm, in ein komplexes Stoffgebiet eine Ordnung einzutragen und vor allen Dingen halten sie eine ihm persönlich bei seinem eigenen Forschungshandel eine extrem unübersichtlich kompliziert gewordene Landschaft wieder entsprechende Detailbefunde zu ordnen, mit dem Hinblick auf klar formulierte Theorien zu strukturieren. Aber ein genauerer Blick auf diese berühmte Episode, die Popper-Falsifikationismus zum Erfolgsmodell machte, zeigt, dass selbst hier im Einzelfall des gelehrigen Schülers die Wissenschaftsphilosophie keine Anleitung zum Experimentieren, sondern vielmehr eine Anleitung zum Ordnen und Aufschreiben der beim Experimentieren gewonnenen Ergebnisse. Die Logik der Forschung ist keine Anleitung des Forschens, sondern des Schreibens über Forschung. Den Eckes sofortige Bekehrung zu Poppers Wissenschaftsphilosophie im Mai 1945, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, experimentierte er weiterhin die bisher zur Bestätigung seiner eigenen Theorien und ihr sechs Jahre später, 1951, als es gar nicht mehr anders ging, machte er die entscheidenden Versuche, die seine Theorie schließlich scheitern ließen. Die ich Ihnen hier zeige, ist das Manuskript der Vorlesung, die Karl Popper im Mai, 22. bis 26. Mai 1945, an der University of Otago, an der eben Eckes Professor für Physiologie gehalten hat. Gleich in der zweiten Vorlesung geht es über das Testen von Theorien, nachdem der wissenschaftstheoretische Ort in der ersten Vorlesung geklärt ist. Was ist die Essence of Scientific Method? One puts up a hypothesis, a guess, a leap into the unknown, and from this one deduces consequences, and then tests these. Die Hypothese generiert eine Konsequenz, und das Eintreten oder Nicht-Eintreten ist der Test über die zutreffende Hypothese. Oder in dieser unglaublich aggressiven Sprache der Kriegsführung ausgedrückt, die zwei Phasen der wissenschaftlichen Arbeit, zwei real essence of science is the ruthless persecution of scientific theory, hounding them, slowly kill them. The third scientific effort was the killing of the theory of the superstition. Ich habe Ihnen gesagt, das ist die Theorie, die Eckes sofort begeistert, aber trotzdem braucht es sechs Jahre, bis er tatsächlich in seinem eigenen experimentellen Handeln eigentlich einsieht und realisiert, was er da
sich selbst im Kopf schon längst zurechtgelegt hat. Aus der Sicht der neueren Wissenschaftsgeschichte ist dieser Befund eigentlich wenig überraschend. Mit überwältigendem Beweismaterial hat die Wissenschaftsgeschichte immer wieder herausgearbeitet, dass das Testen von Hypothesen eben keine voraussetzungslose Prüfung ist, sondern eben eingebettet in dieses komplexe Handeln, was ich gerade vorher geschildert habe. Jetzt in dieser wechselseitigen Stabilisierung, in diesen besonderen Zonen des Laborraums, in denen so unwahrscheinliche Ereignisse überhaupt beobachtbar gemacht werden können, lassen sich Extremereignisse so stabilisieren, dass die Aussagen mit ihnen treffen lassen kann. Wirklich, das Bild des Supertankers ist da auch mit Absicht gewählt, der lässt sich nicht sofort umsteuern. Man kann nicht sofort dieses Extremereignis sehen. Theoretisch und seiner Überzeugung nach der Ecke ist längst auf Proportionette, aber sein Exponentialsystem hielt ihn weiter auf dem eingeschlagenen Kurs, bis er dann jetzt am Ende soweit war, die Hypothese aufzugeben. Die Stärke von Poppers Wissenschaftsphilosophie liegt also nicht in einer Theorie des wissenschaftlichen Experimentierens, sondern in der argumentativen Überzeugungskraft bei der Darstellung der Ergebnisse dieses experimentellen Handelns. Diesen Aspekt zeigen Eckes Arbeiten in besonders eindrucksvoller Weise, wenn man die Publikation von Eckes nach dem Kontakt mit Popper, mit dem er gleich unmittelbar fuhr, unmittelbar nach der Begegnung mit Popper fing Eckes an, unter Poppers gezielte Anleitung seine Publikation im Vokabular von Hypothese, Prüfung, Falsifikation zu strukturieren und seine eigenen Arbeiten auf diese Weise mit rhetorisch überzeugenden Argumenten zu organisieren. Popper hat keine logische Forschung als praktische Anleitung des Experimentierens geschrieben, sondern als rhetorisch der perfekten Darlegung. Denn Wissenschaft bleibt immer auf die Kommunikation ihrer Ergebnisse im Diskurs auf sprachliche Argumentation angewiesen. Wissenschaft ist experimentelles Handeln und diskursive Praxis. In dieser diskursiven Praxis muss mit überzeugend gebauten Argumenten um die stärkere Interpretation von Befunden gekämpft und gerungen werden. In dieser Hinsicht wird Eckes Begegnung mit Popper zum Lehrbeispiel, das über den konkreten Einzelfall hinausweist. Für Popper war Eckes der lebende Beweis, dass seine Wissenschaftsphilosophie praxistauglich ist. Und die Bundeszentrale für politische Bildung folgt ihm heute darin mit ihrer Begründung für die Unterscheidbarkeit von pseudowissenschaftlichen Verschwörungstheorien und echten wissenschaftlichen Hypothesen. Die genaue Analyse des historischen Materials zeigt hingegen eine ganz andere, eine abgründigere Pointe. Popper hat der empirischen Forschung den höchsten wissenschaftlichen Fortschritt gewiesen, aber auf eine Weise, dass Popper nicht mehr unterscheidbar ist, was der Rhetorik, was den geteilten Erwartungshorizont des Forschungsgemeinschafts geschuldet ist und was den dabei eingesetzten empirischen Beobachtungen. Alternativlose Fakten gibt es nur bei banalen wissenschaftlichen Aussagen. Menschen brauchen Luft zum Atmen, auch aus aktueller wissenschaftlicher Diskussion. Daraus folgt gerade keine rhetorische Beliebigkeit wissenschaftlicher Aussagen, sondern ihre passgenaue Einfügung in die jeweiligen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zu denen eben auch die wissenschaftlichen Debatten gehören. Wie doch gerade aktuell der Streit um die richtige Modellierung von Klimadaten und ihre daraus abgeleiteten Prognosen belegt. Wissenschaft ist ein Teilsystem der Gesellschaft. Es geht um die richtige Deutung von Versuchsergebnissen im Diskurs. Das können wir hier nochmal im Kern zeigen, dass es die Publikation von Popper, von Eckes nach dem Kontakt mit Popper, in dem wir also von einer Kontroverse, der Regel wird von Falsifikation und von einer Theorie, alle Stichworte, die bei Eckes veröffentlichten Forum nicht vorkommen. Und das eine das Allerschönste für den Wissenschaftshistoriker ist, wenn er massiv arbeitet. Es gibt dazu einen schriftlichen Brief von Popper an Eckes, in dem er wirklich wie der Lehrer seinen Schüler ins Hausaufgabenheft diskutiert, wie er vorgehen soll beim Schreiben eines wissenschaftlichen Aufsatzes. Gibt es Theorie
like one statement briefly all the relevant assumptions, second showing the consequences of these assumptions, then step C, next I would suggest to state as precise as possible what is the hypothesis to be tested, C type comments, and then the reasons ethics. Popper's Wissenschaftsphilosophie war und ist der Naturwissenschaft also verführerisch, weil ihnen das Mandat erteilt, im Namen der Natur überzeugende Argumente zu entwickeln, ohne Rechenschaft über diese sprachliche Natur der Überzeugungskraft ablegen zu müssen. Sie können im Namen der Natur sprechen. Die Bundeszentrale für politische Bildung sieht dieser Rhetorik im Namen der Sache zu reden aus, wenn sie ihre aktuelle Kampagne gegen Verschwörungstheorien mit Popper's Falsifikationismus unterfüttert. Sie setzt eine Rhetorik ein, die von der dabei in Anspruch genommenen Wissenschaftsphilosophie negiert wird. Die Bundeszentrale agiert dabei offensichtlich raffinierter, als sie selbst weiß, denn es ist ja eine rhetorische Intervention. Eine ähnliche Spannung steckt im Slogan im Pochen auf wissenschaftlich unabweisbare Evidenz alternativlose Fakten. Denn auch damit wird auf eine Schließung jener Debatten gezielt, aus denen Wissenschaft ihre Produktivität und ich glaube auch ihre Rolle in unserem demokratischen Gesellschaft spielt. Peter Strohschneider, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, scheint genau diese sehr präzise wahrgenommen zu haben, wenn er in seiner Rede über Wissenschaft in Zeiten des Populismus genau auf solche Ambivalenzen der Töne, die man beim March for Science gelernt hat, eine Gefahr einer Scientokratie witterte. Ich lese die entsprechende Passage aus seiner Rede vor. Der heute Wissenschaft betreibt, der tut dies in höchst komplexen, höchst dynamischen, höchst spannungsreichen Kontexten. Dies erfordert eine Haltung offener Ehrlichkeit, unter Wachen mit Irritierbarkeit durch die Welt und das, was andere über sie wissen, sowie die Fähigkeit von sich selbst auch Abstand nehmen zu können, also die eigene Expertise nicht schon für das Ganze von Wissenschaft zu halten. Die methodische Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens nicht mit so etwas wie absoluter Gewissheit zu verwechseln. Und zu wissen, dass Forschung zwar über gesellschaftliche und politische Diskurse informieren muss, aber nicht an ihre Stelle treten kann. Was hier aufscheint, ist ein Ideal von Aufklärung als gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Projekt, für deren Gelingen es auf beide Seiten ankommt, weil sie nicht ineinander aufgehen, weil Wissenschaft nicht an die Stelle der demokratischen Auseinandersetzung wie die Bedeutung der Beobachtung, die Richtung der Interpretation dieser Beobachtung treten kann. Dass Wissenschaft trotzdem in ihrer Ausrichtung auf Wirklichkeit immer auf Sprache angewiesen ist, relativiert alle ihre Aussagen allein schon aufgrund des Differenz von Sprache und Welt. Daraus folgt kein beliebiger Relativismus, dass alles gleichgültig sei und beliebig bestritten werden kann, sondern gerade eine relative, eine wechselseitige Abhängigkeit, die überhaupt erst die Voraussetzung schafft, dass wir mit unserer Sprache und ihrer Wissenschaft und ihre Bedeutung verständigen können. Sie hängt also alles ab von der Unterscheidung eines Relativismus im Sinne eines ordnenden Rahmens, eines Orientierungsrahmens, der genau diese Relationen herstellt, aus denen Wissenschaft und Forschung ihre Sinnhaftigkeit in Bezug auf die in Bezug auf diesen Rahmen, woraus die Orientierung gewinnt. Und es gibt so eine Relativität als beliebige Perspektiven, die gerade keine Relation mehr stabil konstituieren kann und Perspektivlosigkeit bedeuten würde. Komme ich zum Schluss. Wirklichkeiten, in denen wir leben, nannte Hans Blumenberg die einzige von ihm selbst herausgegebene Sammlung seiner Aufsätze. Sie beginnt mit dem Satz, dass mehr als eine Welt sei, war eine Formel, die seit Fontenelle die Aufklärung erregte. Dass mehr als eine Welt sei, war eine Formel, die seit Fontenelle die Aufklärung erregte. Wissenschaft arbeitet an der Vervielfältigung von Welt und leidet aktuell an den Erfolgen bei diesem Programm.
Wirklichkeiten, in denen wir heute leben, in denen wir uns zurechtkommen, finden müssen. Wissenschaftsskepsis, das Pochen auf eindeutige wissenschaftliche Wahrheit, sind der doppelte Ausdruck einer Sehnsucht nach solcher verlorener Eindeutigkeit. Die neuen Medien verschärfen die Anerkennungskrise der Wissenschaft, aber der Kern des Problems liegt in der wissenschaftlichen Dynamik selbst. Gibt es deswegen gar keinen Ausweg? Ich will eine doppelte Antwort versuchen. Zum einen schlicht der ganz banale Hinweis, dass die neuen Medien eben die neuen Medien sind. Und es bisher noch immer so war, dass jede Medienrevolution unglaubliche Sorgen wachgerufen hat. Meine Generation ist damals aufgewachsen, dass das Fernsehen unglaublich desaströs für unsere ganze psychosoziale Entwicklung war. Allerdings waren alle Eltern in der Klasse davon überzeugt. Und das kann man, glaube ich, sozusagen für jede Medienrevolution sagen. Die in den neuen Medien angeheizte Wissenschaftsskepsis und das dagegen gesetzte Pochen auf die Evidenz harter Fakten sind in dieser Hinsicht schlicht einfach Symptome der Aufregung über den gegenwärtigen Medienwechsel, mit dem wir noch nicht richtig umgehen können. In diesem Sinne könnte man also sagen, wir sollen nicht verzagen, wir sollten nicht auf die vermeintliche Sicherheit verlorener Wissenschaftsformate hoffen oder Medienformate, sondern aus der Erfahrung, dass wir bisher auch die anderen Medienrevolutionen ziemlich gut überstanden haben, auf die Robustheit der Gesellschaft, auch die Robustheit des Programms und Projekts Demokratie. Aber ich glaube, man kann noch eine Richtung, noch ein bisschen mehr zu der Richtung einsteigen, nämlich indem ich einen Vergleich ziehe mit einem anderen sehr, sehr unheimlichen Phänomen, mit dem die westlichen Gesellschaften in den 80er Jahren konfrontiert waren, nämlich die Krankheit AIDS. Natürlich sind die neuen Medien, da will ich gar keine Vergleichbarkeit herstellen, sozusagen, das ist die AIDS oder so etwas. Auch wenn neue Medien da irgendwie viral funktionieren, Ansteckung erzeugen, aber eben gerade nicht im Unsichtbaren, sondern ihre Ansteckung scheint in einem ganz anderen, im Gegenteil, in ihrer allzu sichtbaren Ausbreitung in alle Gesellschaftsbereiche zu stehen. Wenn heute Bildung im staatlichen Auftrag neue Formate sucht, selbst wenn eine Bundesbehörde Verschwörungstheorien produziert, um über sie aufzuklären, muss man das schon als ernste Lage werten. Offenbar eine Lage, von der diese Menschen jetzt glauben, dass sie sich nicht mehr mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments bewältigen lässt. Aber genau das, glaube ich, können wir uns klar machen, wenn wir uns zurückerinnern an die Auseinandersetzung über die Gefahr durch AIDS. Und so viel Referenz muss heute einfach sein, zwei Tage nach dem Geburtstag von Jürgen Habermas. Als in den 80er Jahren AIDS eine tödliche Gefahr war und der bayerische Innenminister forderte, HIV-Infizierte in Lagern zu internieren, startete die Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmund in Zusammenarbeit mit einer anderen Bundesbehörde, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, eine betont wichtige Aufklärungskampagne. In dem Video finde ich jetzt auch noch. Die Älteren das noch erinnern. Und? Sich? Und zwei viermal. Danke. Danke, schönes Wochenende. Danke. Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot. Tschüss.
können wir uns eine Zukunft nach posttaktischer Aufregung, nach posttaktischen Zeiten, die Angela Merkel jetzt genannt hat, können wir uns eine Zukunft, wo wir das erfolgreich überwunden haben, vorstellen, in der die gegenwärtige Debatte nicht zu einer hilflosen Verstampfung der Wissenschaft hinter ihre Wahrheiten und einer Überlastung des politischen Feldes an die lauteren Schreihälse geführt haben wird, sondern zu einer Liberalisierung im wissenschaftspolitischen Feld, ähnlich wie seinerzeit die AIDS-Diskussion die Gesellschaft kulturell verändert hat. Hier zeigt sich, was mit der Rede von Alternative Facts auf dem Spiel steht. Weder kann Wissenschaftsreflexion auf die Anerkennung der Wissenschaft verzichten, noch Wissenschaftler kritische Hinterfragen ihrer Ergebnisse und Fakten auf der Suche nach alternativen Deutungen und neuen Einsichten. Denn auch die Kritik der Wissenschaftsreflexion erfolgt noch im Namen von Wissenschaft. Und Wissenschaft funktioniert generell nur im Widerstreit der Theorien, in der dadurch angeleiteten Interpretation von Daten. Fake News, Alternative Facts bedrohen mit ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit demokratische Politik, weil sie Wissenschaftsskepsis zu einer machtvollen Strömung machen. Aber ebenso bedrohlich wäre es gegen diese Anfeindung, Wissenschaft als unbezweifelbare Wahrheit von Fakten mobilisieren zu wollen. Denn Wissenschaft braucht Kritik, lebt von der Offenheit für neue Einsichten. Mit einer vermeintlich unbezweifelbaren Evidenz alternativloser Fakten verliert Wissenschaft ihr wesentliches Merkmal der Selbstkorrektur, wird also Wissenschaftsgläubigkeit selbst zur Erwachsbildung. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten und langen Vortrag. Ich bin begeistert, dass Sie alle so gut durchgehalten haben. Gibt es Fragen? Dann fange ich mal an zu fragen. Der Kollege von Popper, von dem Sie gesprochen hatten, der dann später den Medizinerbild was bekommen hat, kann man jetzt wirklich behaupten, dass er diese Revision seiner Ideen oder seiner Ergebnisse nicht gemacht hätte ohne der Einzelne Popper? Wäre ihm das nicht sowieso aufgefallen, dass seine Experimente vielleicht irgendwie im Widerspruch stehen? So? Ich kenne die Details jetzt nicht. Also, ich sage hier nicht, man kann den Weg, den wissenschaftlichen Weg von John Eccles auch, man könnte ihn auch beschreiben als ein beinahe lebenslanges Rückzugsgefecht. Er war der überzeugteste Anhänger einer rein gedeckten signalübertragenden Nervensystem. Neurotransmitter, chemische Moleküle haben nur modulierende Eigenschaften. Das Signal selbst ist rein elektrisch und wird auch nur rein elektrisch übertragen. Nicht nur entlang der Nervenfaser, sondern auch an der Nerven. Es ist ein elektrisches Signalübertragen. Und man kann also das als ein Rückzugsgefecht beschreiben, wo Eccles zunächst die erdrückende Beweiskraft aufgeben musste, dass an den Synapsen im autonomen Nervensystem, wo an der anderen Seite der Synapse der Darm Organe dran sind, das Darmchemische Signal. Als nächstes kamen die Synapsen an der Muskelzelle, das Übergang zum Muskelsignal übertragen ins Muskelfleisch. Dann kamen die Peripheren-Synapsen und am Ende war irgendwie die rein elektrische Theorie nur noch das Gehirn zuständig verhält. Insofern könnte man so auch schreiben, und auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch selbst 1951 mit einer sehr prominenten Widerlegung, also durch einen sehr prominenten Neurophysiologen, natürlich weiterhin Forscher im Lager der Elektriker weiterhin an die elektrische Theorie geglaubt haben. Er hat jetzt mal geschrieben, wie hier mit Fall hier. Aber genau wie ich Ihnen das versucht habe nachzulegen, das ist ein Argument im wissenschaftlichen Diskurs. Das ist eine Aussage, die notwendigerweise ein anderes Doppelzeit hat, als die Aussage 99 von 100 Experimenten sind so ausgegangen. Das kann immer noch mit sehr, sehr klugen Argumenten einer sagen, ja, aber ich weiß, dass die Wahrheit anders ist. So ist es natürlich geschehen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache, die man dort sagen muss, ist, dass gleichwohl der Impact von Popper auf Eccles Selbstverständnis seines naturwissenschaftlichen Handelns nicht widerspricht.
für eine kleine Gelegenheit hatte, über diesen neuen Blick, Theorie geleitet Blick auf wissenschaftliches Handeln, auf Forschen, auf seine eigene Arbeit einen guten Nachschlag gebracht. Herr Borg, ganz herzlichen Dank für den exzellenten Vortrag. Fand ich großartig. Ich habe mir überlegt, was wir mit der wissenschaftlichen Wahrheit tun sollen, weil ich diese Diskussion schon häufiger geführt habe. Also ob es eine wissenschaftliche Wahrheit gibt oder nicht, ich würde eher sagen, nein. Wahrheit ist ein schwieriger Begriff im Zusammenhang mit Wissenschaft. Dieses Hinterfragen und auch die Infragestellung von Wahrheit und Fakten können wir unter den unterschiedlichen Wissenschaften hier zueinander finden. Also wir reden ja schon nicht mehr von der Dichotomie, Geistes, Kultur und Naturwissenschaften. Die sind ein gutes Beispiel dafür, dass man beides miteinander verbinden kann. Was wäre der Weg, das können wir jetzt vielleicht nicht in einem Satz beantworten, aber wäre die Möglichkeit, die Hinterfragung, das, was Sie gesagt haben, auch die Diskursivität, der Einsatz von Sprache, in der wir das beschreiben, was wir wissenschaftlich tun, eine Möglichkeit, manche Missverständnisse auszugleichen, beziehungsweise gerade in der Frage, ist das ein Faktum, ist es die Wahrheit, sich einander anzunähern? Oder ist das chancenlos? Und zwar nicht nur in diesem dichotomischen Verhältnis, was sich auflöst, sondern auch in den einzelnen Wissenschaftsbereichen, weil da doch die Ansichten noch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, ja, vielen Dank. Sehr kluge Frage, auf die ich nur ganz erste Schritte sozusagen nehme. Das erste, was ich nennen möchte, worauf wir auch schon angespielt haben, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir kollektiv daran arbeiten, dass die Welt der Wissenschaften vielfältiger ist als das Lager von Natur. Wenn wir Geisteswissenschaften oder in diesem Fall auch immer gerne geübt, die Naturwissenschaften haben mit harter Wahrheit zu tun und die Geisteswissenschaften mit weicher Wahrheit. Das ist Schwachsinn, das ist Quatsch. Natürlich gibt es zahnlose Beobachtungen, Aussagen, die schlicht klar oder falsch sind. Zum Beispiel über die Briefe, die ich Ihnen geteilt habe. Die sind ganz klar wahr oder falsch. So, also wissen Sie uns zwar genauso glasklar wie irgendwelche Naturwissenschaften aussagen. Und umgekehrt sehen wir ja gerade in den Naturwissenschaften, wenn wir jetzt, wenn ich da jetzt einfach mal die Leitlinien und die Medizin darunter subsumieren darf, dass die Statistik so oft so ungenau und wichtig geworden ist, weil sie eben nicht mehr so ganz glasklar objektiv ist, dass ja, weiß oder falsch sagen können, sondern wir 100.000 Beobachtungen brauchen, um eine stabile Tendenz, mit der wir uns wirklich zufrieden geben können. Also das ist vielleicht sozusagen da, das würde ich sagen, es gibt. Wir müssen kollektiv daran arbeiten, Bewusstsein herzustellen, dass es viele verschiedene Wissenschaften gibt, viele Perspektiven auf die Welt, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen. Und dass die Unterschiede, die wir meinen mit Weisheit, dass sie sich nicht so leicht rüberreißen lassen. Es gibt natürlich einen Grundunterschied in den Zielen geisteswissenschaftlicher Arbeit, die viel, viel expliziter darauf angelegt ist, die Welt komplizierter zu machen, so wie ich das heute in meinem Vortrag versucht habe, darzulegen. Aber selbst da würde ich eben sagen, gehört es zu dieser Aufklärungsarbeit, die wir machen müssen. Und dieses Müssen ist, da würde ich gerne wirklich wieder diese klare, harte Wahrheit in Anspruch nehmen wollen, wird tatsächlich durch die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, an uns herangetragen. Es ist jetzt nicht ein Bildungsideal, was wir unseren Kindern oder was damit wir müssen. Wir müssen uns der Herausforderung stellen, dass die Wirklichkeit komplex ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wie die Wechselwirkung, die Effekte unserer wissenschaftlichen Intervention in die Welt uns längst immer schon einholen und als neue Probleme auf uns zukommen. Wir sagen, große Aufgabe gerade, weil wir ein Bewusstsein davon haben, eben Stichwort Klimawandel zum Beispiel, Stichwort sichere Energieversorgung, Stichwort Digitalisierung. Das sind doch alles genau diese Themen des Ineinanders, wozu zur Wirklichkeit wo uns von vornherein, bevor wir die richtigen Antworten auf die Probleme schon haben,
von vornherein schon klar ist, dass das Zurechtlegen von objektiver Welt da draußen und unseren Theorien und auch Zukunft hat, dass wir Verständigungsprozesse einstoßen müssen, wo wir unterschiedliche Presse, unterschiedliche Meinungen und Mediationsverfahren über unterschiedliche Ziele brauchen. Also herzlichen Dank für den Vortrag. Auch meine Frage richtet sich im Grunde auf das, was Sie mit der Privilegierung von im Grunde Naturwissenschaften gesagt haben, also diese Versprachlichung von Daten, Algorithmen und so weiter. Ich kann mich noch entsinnen, als das losging so mit den Privatcomputern und ich selber auch damit kämpfte und ich fand das unsäglich, diese Beschreibungen von der Maus oder dem Menü, das sind ja totale Implikationen, die mit diesen Worten transportiert werden. Und das fällt mir auf, wenn man in Vorlesungen über Quantenphysik geht, genau das gleiche steht, da ist von der Freiheit die Rede, da wo Entscheidungen gefällt werden können, und wir zwingen sie aber. Und, also das sind so ganze Weltbilder mit dem Forscher im Zentrum, der jetzt sozusagen eine undefinierte Welt zwingen kann, durch seine Experimente dies oder das zu machen, um dann zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Meine Frage ist, gibt es eigentlich in den Naturwissenschaften irgendwo eine, ich meine, Sie werden das wissen, irgendwo eine Richtung, die auf die Implikationen dieser metaphorischen Sprache über naturwissenschaftliche Ergebnisse reflektiert? Denn ich meine, da werden ja Wertungen vermittelt und es fällt immer wieder auf, dass dann oft die Naturwissenschaftlerinnen selbst in die Falle tappen und plötzlich Freiheit, was ja eine Metapher für die Quanten war, Superposition und was weiß ich, auf einmal ist das Freiheit des Menschen und dann geht das in die wildesten Spekulationen. Also gibt es da so eine selbstkritische Reflexion genau über diesen Schritt von nicht imaginierbaren mathematischen Sprachen und Darstellungen in Sprache, in Verbalsprache? Ihre Frage erinnert mich, wenn ich persönlich antworten darf, an das erste Gespräch, das ich mit dem Dean der School of Medicine an der McGill University geführt habe. also selbst Mediziner, der mit mir darüber geredet hat, wie es kommt, ob ich Ideen hätte, wie es kommt, dass ausgerechnet in der Immunologie wir so eine Point-Time-Rhetorik haben und ob diese Point-Time-Rhetorik nicht vielleicht der Immunologie selbst im Wege steht. Ob sie sozusagen die clevere Medizin verhindert, weil wir zu dichotom in Frankreich reden. Es gibt gerade in dem Fach, glaube ich, gibt wirklich eine Reihe von Hybridfiguren, die aktive Forscher waren und dann sozusagen Philosophen ihre eigene Richtung geworden sind. Ich kenne das ähnlich auch aus dem eine ähnliche Ansprüche in der verführerischen Rhetorik gibt es sicher, ist die Hirnforschung natürlich voll davon, was plötzlich der Amygdala alles kann. Oder die Spiegelneuronen anentscheiden, wo irgendwie ganz klar ist, dass wir da Kategorienfehler machen und die entweder die Metaphorik oder die Überinterpretation von Theoriebausteinen. Völlig ungedeckte Sex durch die Diskussionslandschaften laufen. Auch da, glaube ich, würde ich sagen, wir realisieren, dass wir längst in diesen komplexen, interdisziplinären, interaktiven Wissenszweigen drin sind und deswegen sehe ich durchaus eine ganze Reihe von Initiativen, sich darüber zu verständigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie ich schon angesprochen habe, den Personal Computer und der Datenverarbeitung sehen wir natürlich ganz aktuell auch aus meiner Sicht sehr, sehr problematische Tendenzen, den Spielraum für solche neuen Verständnisprozesse von vornherein einzuschränken. Also die Alternative Facts-Debatte, eine wichtige, aus meiner Sicht extrem problematische Stimme darin ist, die unglaubliche Zusammenfassung der Validität wissenschaftlicher Aussagen über nur noch ein Modell von
evident von eigentlich zutreffenden Prüfungen, so wie, wie wir in der klinischen Studien testen. Wenn man etwa darüber nachdenkt, dass jetzt gefordert wird, dass grundsätzlich alle naturwissenschaftlichen Experimente nachgehen mussten, grundsätzlich alle sozialwissenschaftlichen Experimente nachgehen mussten, eigentlich auch zu setzen, wären, wenn die wirklich wissenschaftlich solide sein sollten. Oder noch viel, viel extremer natürlich aktuell bei den Diskussionen darüber, ob nicht die Welt viel zu bunter wird, wenn wir uns nur noch den Algorithmen überlassen. Und da ist die noch vor. Ja, ich hätte noch wieder eine Frage zu dem Thema Fakten und Kohärenz sozusagen. Also, dass man, also Fakten bestehen für mich nicht als solche irgendwo in der Welt rum, sondern sind verbunden mit einer Art Geschichte. Und die Geschichte kann ja nur entstehen, indem wir etwas denken. Und das ist sozusagen unsere ja, persönliche oder auch kulturell entwickelte Geschichte. Und da sehe ich dann aber schon ein Unterschied in der Qualität der Fakten, weil ich kann zum Beispiel, das ist für alle Menschen gleichermaßen, dass ich einen Stein fallen lasse, hier auf der Erde fällt er eben nach unten. Aber wenn ich jetzt sage, ja, mein Konstrukt ist eine Religion, dann kann ich sagen, ja, nach meiner Lesart ist aber jetzt meine Weltanschauung wertvoller als deine und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Qualität an Geschichte und an Fakten, weil das ist sozusagen auf zwei Ebenen konstruiert. Also die Welt, in der wir uns bewegen, die ist immer sozusagen eine Art Konstrukt, aber es gibt darüber hinaus noch ein Konstrukt, in dem man das nicht der Verständigung aller dient, nur der Verständigung oder der Überhebung Einzelner über andere. Und das Entscheidende ist, finde ich, daran, dass man die Wissenschaft dafür nimmt, so sieht, dass es der Verständigung aller Menschen gibt. Alle Menschen müssen versorgt werden mit Ressourcen, mit Energie und Ähnlichem. Und das hat nichts mit irgendwelchen weltanschaulichen Fragen zu tun. Also ich glaube, ein zweites Betreffen dessen, was Sie gerade entwickelt haben, würde ich Ihnen sehr, sehr zustimmen. Ein etwas anderes Vokabular dafür, was vielleicht andere Resonanzen hier auslöst, ist, das Unternehmen Wissenschaft ist hochgradig fachabhängig, auch in seiner Ausdifferenzierung. Das wäre so eine neue Weise, das zu beschreiben. Erstens, zweitens, ja, unglaublich wichtiger Aspekt. Wir müssen unterscheiden und reflektieren darüber, in welcher Weise wissenschaftliche Aussagen mit Wertaussagen und mit Bewertungen verbunden sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren in der Wissenschaftsgeschichte oder in der historischen Wissenschaftsphilosophie sehr viel dazu gearbeitet haben, dass die klare Unterscheidung, so wie auch andere klare Unterscheidungen, auch hier nicht gilt. Also auch das Kriterium der Objektivität hat eben bestimmte Valenzen. Es ist ein Ausdruck einer bestimmten wissenschaftlichen Kultur, die sich überhaupt erst durchsetzen musste, historisch. Es ist keine ahistorische Größe. Hat aus ihr folgen bestimmte neue Spielregeln im Spiel der Wissenschaft. Nur ein ganz kurzes Beispiel, mit dem vielleicht eine Reihe von Ihnen was anfangen können. Wenn Sie ein Naturbild haben, dann sind das heute typischerweise Zeitungen drin. Das ist ein anderes Wahlideal, auf dem Naturbild drin ist. Das ist der Typus, der gezeigt wird. Ein Ideal wissenschaftlich inspirierend, wissenschaftlicher Wahrheit um 1800. Die Böse auf dieser Verbindung war. Das Foto der Blume ist nicht so gut geeignet wie ein extrem gut gezeichneter Typus. Aber abstrahiert von dem Besonderen, was einzufangen, dass das Foto natürlich unbedingt hat. Dann sehen Sie eine Spannung dessen, was Wissenschaft die Wahrheit ist. Ludwig Becker, das ist tatsächlich ein Fachbegriff, den Ludwig Beck geprägt hat, und er hat dazu den Stilbegriff Ausdruckungsgeschichte genommen. Das war sein
die Wissenschaft, wo er sich das belegt hat, also Gotik, Barock und so weiter, also bestimmte Arten und Weisen, Dinge zu sehen und darzustellen. Friedrich Beck hat das selbst klar gemacht, er war ja auch Mediziner, dass hineinwachsen in die Rolle eines Forschers, in die Rolle des Wissenschaftlers klar machen müssen, als ein hineingezogen werden in eine kollektiv geteilte Art und Weise, die Welt zu beobachten und zu sehen. Wenn Sie das erste Mal durch das Mikroskop gucken, können Sie gar nichts erkennen. Sie brauchen ein Training, was man durch das Mikroskop erkennen kann. Natürlich hängt das, was man durch das Mikroskop erkennen kann, extrem von den verwendeten Farbetechniken, von den verwendeten Schnitttechniken ab und so weiter. Aber eben auch von den Entscheidungen derer, die das Mikroskop eingesetzt haben, was denn wichtig ist, was sie anschauen sollten, was denn noch herausgehoben werden soll. Und dieses Ineinander von dem, was als wissenschaftliche Wahrheit stabilisiert werden kann, und den Vorentscheidungen, dass es genau darauf ankommt, und nicht auf das andere. Das ist das typische dieses Denkspiel. Um wieder auf meine Wissenschaft, um das klar zu machen, in der Hirnforschung, lange Zeit, oder kann man das ganze 20. Jahrhundert erzählen, als den Dialog zwischen lokalisierenden Richtungen der Hirnforschung, die bestimmte Areale, bestimmte Zentren im Gehirn verantwortlich machen wollen mit bestimmten Funktionen, und politischen Hirntheorien, die darauf abheben wollen, dass das Zusammenspiel funktional nicht so weit ausgeprägt hat. Die Netzwerke sind eine heute aktuelle Metapher zu treten, die eigentlich erst das Spezifische der Gehirnleistung bestimmt ist. Und zwei sind moderne Spiele. Ich hätte auch eine Frage. Sie haben ja dargestellt, dass diese Begegnung zwischen Popper und Eccles eine doch sehr einschneidende in der Art und Weise, wie der Herr Eccles geforscht hat, gewesen ist. Und ich vermute, wenn ich das jetzt verallgemeiner auf die gesamte Wissenschaft mich würde interessieren, also der Herr Eccles war ja zu dem Zeitpunkt schon Professor und der hat ja sicherlich auch lange schon irgendwie geforscht. Können Sie das vielleicht ein bisschen beleuchten, wie das davor aussah? Also, wie funktioniert die Forschung davor? Wie gesagt, ich glaube, dass sich das ganz konkrete Forschungshandeln gar nicht so viel verändert hat. Das ist ein bisschen eine heikle Aussage, weil, wie gesagt, die Begegnung zwischen Popper und Eccles zusammenfällt, dass Eccles von Sydney in Australien nach dem Eden in Neuseeland umzieht. Das ist am Ende des Zweiten Weltkriegs ist und dass Eccles über ein Jahr lang überhaupt gar keine Forschung machen konnte, weil er in Sydney militärische Aufgaben machen musste. Gut, wenn die zu Australien organisieren. Und als er dann in Dunedin angekommen ist, vielfältige neue Aufgaben übernommen haben. Das heißt, es gibt ganz viele Gründe, mit denen er erklären kann, dass das Thema, das Team in Dunedin gemacht hat, ein bisschen anders funktioniert als das australische Team. Was ein ganz, ganz klarer Unterschied ist, in Australien hat er eine kleine Forschergruppe typischerweise Immigranten aus Europa, typischerweise exzellent ausgebildete Leute. Bernard Kopp zum Beispiel ist aus London zu ihm nach Sydney gekommen, der vorher bei Henry Dale in London gearbeitet hat. Dale hat eine diplomatische Krise ausgelöst beim Psychologenkongress in Moskau 1935, weil er offiziell Adolf Hitler gedankt hat für die großartigen Wissenschaftler, die er England geschickt hat. Und Kopp ist einer von diesen, der in Leipzig ausgewählt und gemacht hat, dann bei Dale promoviert und dann bei Eccles in London. Eine kleine Gruppe von unglaublich gut ausgewählten Leuten, die in Dunedin einfach zunehmend eigene Postdocs hat oder Postdocs. Also, da etabliert sich das System, wie wir es heute auch kennen, sozusagen, der Austausch und Verbrüchung. Es gibt auch skurrile Rituale in der Forschungsgruppe. Das ist auch ein sozialer Organismus. Die Gruppe der Forscher muss auch ein Stück weit als intellektuelle Community funktionieren. Das heißt, die Forscher werden auch am Wochenende in den Garten von Eccles eingeladen.
Clarence zu lernen, weil das Teil seiner jüdisch-katholischen Herkunft ist. Aber was neu ist, und das ihre rhythmische Spur, dem nachzugehen, denn ich glaube, das ist tatsächlich erst nach dem Kontakt der Popper. Schon bisher war es so, dass der Freitag reserviert war für die Diskussion der Ergebnisse, aber das wird jetzt in eben ein wissenschaftliches und Theorie-Symposium sozusagen. Die Doktoranden müssen nicht mehr nur über ihre eigene Forschung berichten oder über eine Studie, die gerade publiziert ist, das müssen sie vorher auch schon sagen, sie müssen sozusagen reflektieren darüber, was das bedeutet für die Controversy, für die Theorie. Das ist sozusagen das verändert. Da verändert sich dann wirklich sozusagen der Debattierstil, die intellektuelle Selbstverständigung auch in der Community. Gestatten Sie mir vielleicht noch eine allgemeine Frage. Sie haben jetzt etwas über den Wissenschaftsbetrieb beschrieben, also wie Wissenschaftler miteinander und mit sich selbst umgehen sollten. Mich interessiert nun, was soll ein normaler Bürger mit dieser Komplexität der wissenschaftlichen Aussagen anfangen und was soll ein Politiker damit machen? Also das stelle ich mir für beide sehr schwer vor, sich da so richtig durchzuwursteln. Bei dem einzelnen Bürger bin ich gar nicht so weit sein, dass ich ihn wissen würde, dass das schwer ist. Ich glaube, als Alltagsmenschen haben wir in ganz vielen Lebensbereichen längst ziemlich gut etablierte Routinen, dass die Welt komplex ist und dass wir widersprüchliche Meinungen haben. Wenn Sie darüber gerade nachdenken müssen, wie Sie 1.000 Euro anlegen wollen, dann sagt sich jeder von uns, dass ich mindestens drei Berater brauche und dass sie mir drei verschiedene Sachen sagen werden und dass das jeweils dann von Denkstil gebunden ist. Das wird jetzt von der Sparkasse oder was anderes sagen, was ist also echt der Aktienhändler. Wir sagen, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Lebensbereiche, in der wir eigentlich ziemlich gute Experten im Handeln, im Bewältigen von komplexen Situationen, im Entscheiden und letztendlich nicht hinreichenden Entscheidungen zu finden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite gibt natürlich aber auch ganz klare Mandate, die, wo es also gerade auf uns zurückfällt, also den Patienten das Gefühl haben, dass sie mit einem und demselben Krankheitssymptom von drei Ärzten fünf Diagnosen kriegen, dann ist das, glaube ich, eine gute Beschreibung, wie Medizin heute funktioniert. Aber es ist umso verdammtes Licht, den Patienten klar zu machen, warum das unsere Stärke ist. Wenn wir antworten und noch gar keine Ahnung haben, sondern dass wir halt unglaublich genau nachgucken können heute, was es ist. Da kommen wir in der Tat, glaube ich, wirklich ziemlich komplizierte Übersetzungsleistungen auf uns als Experten zu. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind im Alltag viel, viel versierter im Umgang mit Komplexität, als zum Beispiel typischerweise im politischen System, das in dieser Zeit behandelbar ist. Da würde ich wirklich sagen, dass es. Da ertappe ich mich dabei, dass ich mich nach alten Zeiten zurücklege. Ich halte die Kultur der groben Vereinfachung und der Zuspitzung auf Ad-hoc-Entscheidungen und Personalentscheidungen, die wir insbesondere durch die täglichen Talkshows in der Politik haben, sind extrem schädlich für Wirtschaftssysteme in der gegenwärtigen Situation. Ich glaube, was wir an Mediationsverfahren haben, was wir haben an kritischer Gegenöffentlichkeit in Auseinandersetzung mit Politikern vor Ort, da passiert viel, viel mehr, wird tatsächlich viel, wie sagt man heute, resilienter über politische Erfahrungen entschieden. Also da entscheidet sich Druck rauszunehmen, zu sagen, die Bürger damit zu konfrontieren, dass jede politische Entscheidung nicht nur gute, sondern auch unbeabsichtigte und auch sogar kalkulierbare schlechte Effekte hat. Diese Art von Ehrlichkeit, das ist absolut wichtig. Auch nochmal von mir herzlichen Dank an in der Mitte. Herzlichen Dank noch einmal für den Vortrag. Wie ich das richtig verstanden habe, kollektiv dementsprechend ist Reflexion wichtig, auch dann für einen Wissenschaftsdialog. Wenn wir uns in dem Debattenraum befinden, ist es durchaus christlich, wenn sich eine Partei reflektiert, die andere nicht. Dann kommt man ja
dieses Konzept des Deep Disagreements auf. Dementsprechend, was passiert, wenn wir diskutieren mit einer Partei, die nicht nur von ihrer Wahrheit als die einzige überzeugt ist, sondern dass alle anderen auch konsequent falsch ist. Wenn dementsprechend durch verschiedenste Personendispositionen wir nicht mehr zu dieser Person durchdringen. Was sagt dort denn die Wissenschaftsgeschichte und die Wissenschaftswissenschaft? Ich weiß gar nicht, ob ich da als Wissenschaftshistoriker allgemeine Antworten geben kann, oder wenn ich doch als Zeitgenosse und Bürger darauf antworten muss. Oder ich kann so sagen, der Wissenschaftshistoriker hat ja obendrein herausfordernde Beobachtung machen, dass wir zwar jetzt gerade in der Gegenwart vielleicht der Meinung sind, dass Wissenschaft und Demokratie, die demokratische Ordnung der Gesellschaft und Wissenschaft diskutieren, kommt in Hand gehen. Die meiste Zeit der Geschichte der Wissenschaft bestimmt, dass der Diktator ist. Also ganz viele wissenschaftliche Beobachtungen, ganz viele wissenschaftliche Theorien, die sind deswegen überhaupt nicht demokratisch und nicht in der Gesellschaft und in der entwickelt worden. Schwieriges Thema. Die andere Seite, die Verleihungsregelung hat man auch gar nicht nur eine Geste anders gemacht. Ich denke wirklich, dass er da eine ganz wichtige Beobachtung gemacht hat, dass wir gar nicht anders können, als uns intellektuell aufeinander zu bewegen, wenn wir miteinander diskutieren. Weil schon im Verstehen, weil wir haben diese Doppeldeutigkeit im Deutschen, die uns manchmal in die Quere kommt, weil Verstehen und dann Akzeptieren heißt. Aber ich glaube, das ist genau die Bewegung, die in der sprachlichen Interaktion entstanden hat. Wir können gar nicht anders als Schritt für Schritt, wenn wir zuhören, anzufangen und uns vorzustellen, wie die Welt aus den anderen Augen aussieht. Also ich glaube, da ist Forum auch etwas aufmerksam geworden, dass diese sprachliche Verständigung etwas eingelegt ist, wie ein Austausch über die Bedingungen der eigenen Aussagen zu reflektieren und auf diese Weise möglicherweise idealerweise zu Kompromissen zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir es im Moment gerade, beobachten wir im Moment radikale Veränderungen, wo ich auf der einen Seite denke, wahrscheinlich können die nur aufgeräumt werden, wenn tatsächlich radikale, populistische Politiker, so hart das Ding irgendwo auch tatsächlich mal die Gelegenheit bekommen, sich verantworten zu müssen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Verweigerung der intellektuellen Auseinandersetzung, die aus meiner Sicht auch absolut legitim mit Diskurs ausdrücken und sanktioniert werden kann, sondern es keine Signale gibt, die auch ist. Dann versuche ich noch einen Kommentar abzugeben. Ja, klar, es wird immer eine Gruppe von Menschen geben, die man nicht erreicht. Das ist aber für mich, glaube ich, kein Grund, dass man die Argumentation abschließt oder die Argumentation beendet. Und das ist nicht nur eine aktuelle Situation, die wir jetzt mit ASD oder ähnlichen Dingen haben, das treffen wir auch in der Wissenschaft. Ne? Zum Beispiel hat Planck im Rückblick gesagt, nachdem er seine Entdeckung gemacht hat, das Strahlungsquantumsentdeckung der Quantentheorie, die wo er 20 Jahre gebraucht hat, bis er den Nobelpreis bekommen hat, weil die Leute sich einfach nicht davon überzeugen ließen. Er hat im Rückblick gesagt, eine neue wissenschaftliche Theorie setzt sich nicht dadurch durch, dass die Anhänger der Alten überzeugt werden, sondern dass die Anhänger der Alten aufstehen. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber da ist schon was dran. Aber so funktioniert eben auch Wissenschaft. Und was wir heute eben auch gehört haben, das ist auch was ganz Wichtiges, nicht nur jetzt für die Bevölkerung, sondern vielleicht auch für die junge Generation, zu verstehen, dass die Wissenschaft eben so vielschichtig ist mit vielen Theorien, Ansichten und dass das aber gerade nötig ist. Sonst wäre die Wissenschaft auch nicht erfolgreich. Und je früher wir das unseren Kindern, Enkeln, was auch immer, beibringen, dass das die Wissenschaft ist, umso leichter wir dann die künftige Generation haben, auch mit solchen Fake News, alternativen Fakten fertig zu werden, weil sie eben gelernt haben, nachzudenken und vielleicht nach Argumenten zu suchen. Das ist ein fachliches Schlusswort, aber Sie haben das Schlusswort. Nein, ich finde, das ist ein Schlusswort, den ich nicht mehr anbieten kann. Gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank auch für die schöne Diskussion. Ja. Vielen Dank.
Und wenn Sie mögen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder zum Thema Mythen und Fakten zur Regulation des Körpergewichts. Guten Nachhauseweg. Tschüss.